Dann erzählst du einfach mal kurz, wer ihr seid, was ihr heute macht und wie das bisher gelaufen ist. Ja, servus, grüß euch. Wir sind der Innbräu, in Zukunft hoffentlich im Mühldorf vertreten. Valentin, Julia und ich, der Max. Wir sind jetzt da bei der Gockelbrauerei Obermeier und wir versuchen da uns quasi mit unserem Innbräu zu involvieren. Schauen wir mal, wie es läuft. Momentan am ersten Abend läuft es furchtbar gut. Viele Leute sind interessiert, viele schauen sich das an und ich hoffe, dass es so weitergeht die nächsten Tage. Also, kommt vorbei, probiert unser Bier. Es schmeckt furchtbar gut. Also, wir haben bis jetzt nur positive Rückmeldungen und ja, kommt vorbei, trinken wir eine. Wir sind jeden Tag da. Gehen wir vorbei und dann schauen wir mal, dass das gut wird. Bis dann, macht es gut. Servus. Also bis jetzt gefällt es mir sehr gut. Der Volksfestauszug, der war sehr schön. Und jetzt kommt dann noch die Lasershow. Die ist jetzt verschoben worden um eine Stunde auf 10:30. Genau, und dann werde ich mich einfach mal nochmal unter die Menge begeben und schauen, ob irgendwer mit mir reden mag. Und wenn nicht, dann werde ich einfach mit noch reden. Oh, my God.
Wie ist denn Ihr Fazit zum Tag der Volksfesteröffnung heute? Also das ist ein ganz tolles Fazit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Platz ist proppenvoll gewesen, die Festzelte sind voll. Also wir haben noch bei keinem Eröffnungstag so viele Besucher auf dem Mühldorfer Traditionsvolksfest gehabt wie heute. Und also ich bin begeistert. Also die Arbeit hat sich gelohnt. Ja, die Lichtshow, das war die Lasershow, das war das erste Mal, dass wir in Mühldorf diese Lasershow gestartet haben. Und da muss ich mich auch bedanken meinem ganzen Team. Das ist eigentlich ein Wahnsinnsaufwand gewesen für uns, aber es hat sich gelohnt und die Leute waren begeistert. Der Platz war voll, es waren 20.000, 30.000 Besucher, die diese Lasershow angeschaut haben. Der Sound war toll, die Lasershow war perfekt. Also ich bin nach wie vor, ich bin sprachlos und begeistert.